Juhu und herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Fabulistica. Ich hatte jetzt keine Lust, das Turnier anzukündigen, weil ich dachte, boah, es schlafen bestimmt eh schon die Hälfte der Leute. Was ist jetzt? 10 vor 10 und es ist, oh fuck you, Donnerstag. Deswegen dachte ich so, nee, whatever. Da ist bestimmt niemand mehr übrig. Und man hört, ich bin wieder voll crank und deswegen dachte ich so, ach Gott, nee, ankündigen ist jetzt super anstrengend. Ich nehme jetzt einfach spontan auf, weil ich es kann. Ich habe euch nämlich ein bisschen was zu erzählen. Ich war nämlich das Wochenende über in Köln, habe ich auch in meinen Insta-Stories so ein bisschen erzählt. Auf meinen Insta-Stories geht nämlich heftig viel ab. Also wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, dann ist jetzt die Gelegenheit, es zu tun. Oh yeah. Weil da erzähle ich immer so ein bisschen was von meinem Leben. Es ist so quasi wie Vlog-Feeling manchmal so ein bisschen. Also ich teile auf jeden Fall schon mehr, als ich sonst teile. Und weil ich eh keine Daily Vlogs jemals machen will, ist das eine ganz gute Alternative, da auch ein bisschen mehr mitzukriegen, was ich so tagtäglich mache und so. Neben Kochen natürlich auch. Und so ein Scheiß. Auf jeden Fall war ich in Köln mit Daniel und Mike, bin ich da hingefahren und wir sind dann zu Jules gegangen. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Namen was sagen, wahrscheinlich nicht, weil ich die eigentlich nie so richtig vorgestellt habe. Es sind auf jeden Fall die Leute, die ich von den Just Dance Events kenne, die diesbezüglich halt recht viel machen und so. Und Jules habe ich auf dem neuesten Event quasi kennengelernt, weil wir da ja auch einfach Freunde mitbringen durften und das ist quasi die beste Freundin von Mike und deswegen kenne ich die. Und die wohnt in Köln und hat uns eingeladen und meinte so, oh, habt ihr keinen Bock vorbeizukommen, dann können wir feiern gehen und dies machen und das machen. Und ein anderer Just Dancer, der auch in Köln wohnt, der hatte auch am Wochenende Geburtstag und da wollten wir gerne vorbeikommen und mit dem in den Geburtstag reinfeiern. Und deswegen sind wir da hingefahren. Eigentlich habe ich ja ein Studententicket und fahre dann immer so mit dem Zug und dem ganzen Scheiß dahin. Aber weil wir jetzt eh alle aus der ziemlich selben Ecke kommen, sind wir halt einfach zusammen im Auto gefahren, weil es viel spannender ist, als tausende Stunden im Zug zu sitzen, alleine und traurig zu sein. Deswegen waren wir halt so zusammen und das ist halt jedes Mal wieder. Au! Was tue ich gerade? Es ist jedes Mal wieder total cool. Es macht einfach immer voll Bock, weil wir immer zusammen unterwegs sind und dann eine ganz coole Playlist dabei haben, weil Mike hat immer seine Auto-Playlist dabei. Da sind halt ganz viele Charts drauf, aber auch relativ alte Sachen, was immer ganz cool ist, weil man die irgendwie richtig selten hört. Das sind so Lieder, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie existieren. Und dann kommen die auf einmal wieder und man denkt so, oh mein Gott, it's so fabulous, I love it so much. Und das macht dann halt immer ganz schön viel Spaß, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich immer wieder, mit den beiden zu fahren. Wir sind ja auch zusammen zu dem anderen Event in Düsseldorf gefahren, wo ich ja auch ein Video zugemacht habe. Ja, und jetzt stand heute Köln an. Oh yeah, wir sind nämlich am Freitag losgefahren, weil ich habe ja freitags eh immer frei. Aber wir sind so in den heftigsten Stau ever gekommen. Wir waren einfach 4 Stunden unterwegs nach Köln. Wir sind um 4 Uhr losgefahren und waren 20 Uhr da. Das war so heftig. Wir wollten am selben Tag ja auch noch feiern gehen und darauf den Tag auch noch feiern gehen. Wir waren im Prinzip eigentlich nur zum Feiern in Köln. Aber es war so mega cool und ich wollte euch so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen, was wir so gemacht haben, wie es so war und ein paar lustige Anekdoten und so einen Scheiß erzählen, was echt super cool war. Es kommt übrigens auch noch ein Video, ich weiß noch nicht, ob das schon draußen ist, ob ich es schon geschnitten habe, wo wir nämlich gemeinsam auch was tanzen, weil wir sind ja Just Dancer, muss man natürlich zusammen tanzen. Wir haben ganz viele Trio-Tänze gemacht, die man sonst natürlich eher so alleine spielt, was ein bisschen sad ist. Und das sah dann teilweise ganz cool aus, war auch manchmal ein bisschen fail, aber ich verlinke euch das einfach mal, falls das schon fertig sein sollte und so. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, war voll fancy, ja. Auf jeden Fall sind wir erstmal dahin gefahren, saßen ewig lang im Stau, was voll nervig war, weil ich denke mal, die meisten Leute übers Wochenende weggefahren sind, weil ja das Mai-Wochenende war. Also es war quasi nicht das letzte Wochenende, sondern das Wochenende davor, wenn ich den Partner wieder früh aufnehme. Ups. Und deswegen sind halt wahrscheinlich viele Leute nach Hause gefahren, um irgendwie ihre Familie zu besuchen über das verlängerte Wochenende und wir sind mitten da drin gelandet. Das war so trashy, weil wir bestimmt eine Stunde oder länger im Stau standen. Das war so, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke. Ja, da sind wir dann angekommen und Jules wohnt ja in einer WG. Also bei ihr war das so, dass jetzt momentan keiner da war. Aber es war halt echt klein. Also die Mitbewohner von ihr hatten so voll die fetten Zimmer mit so King-Size-Betten und einem fetten Kleiderschrank und einem Fernseher und so, ne? Und ihr Zimmer war practically irgendwie so, ich glaube mal, 8 Quadratmeter höchstens. Ne, wobei noch nicht mal. Das wird weniger gewesen sein. Vielleicht 5 bis 8 Quadratmeter. Irgendwie so um den Dreh, wo ich mir dachte, wow, what the actual fuck? Also es war. Also insgesamt klar, die haben halt eine Gemeinschaftsküche und so ein Gedöns und Klo, was sie sich teilen und so steht. Aber ihr Zimmer war halt so überdimensional klein und wir wollten ja alle da pennen, zu viert, in einem Zimmer, was
klein wie Pups ist. Haben alle unsere Schlafsachen und Matratzen und Scheiße mitgemacht und mussten uns da irgendwie dann zusammen reinquetschen quasi. Aber es war schon super. Wir kamen gerade so rein, sie begrüßt uns. Ich gehe als Letzte rein und da steht irgendwie so eine komische Wäscheleine vor der Tür oder so. Und ich habe die Tür deswegen nicht zugekriegt. Da wollte ich den so irgendwie so leicht einklappen oder so. Und dann fällt dieses Ding so fast ineinander zusammen. Und ich denke mir so, ups, war ich nicht. Ich habe so alles da zerstört. Dann hatten wir halt in dem Zimmer nicht genug Platz, mussten irgendeinen anderen Scheiß rausstellen, damit unsere Schlafsäcke und so Scheiß überhaupt reingepasst haben. Habe ich wieder fast irgendwas umgeworfen und alles runtergerissen. Da bin ich Pro drin. Und auch Beste, die haben das Auto weggeparkt. Mike kam wieder. Wir hatten vorher die ganze Zeit so Studentenfutter irgendwie gegessen oder so. Ist die Packung erstmal voll explodiert und mega in den Flur gefallen, sodass die ganzen Nüsse da verstreut lagen. Und so savage wie wir sind, haben wir die erstmal alle aufgefressen. Vor allem Mike und Jules dann so, ja, ich habe alle Ecken gestaubsaugt, nur die nicht, hat sie uns natürlich erst nachher gesagt. Und wir so, delicious. Deswegen bin ich jetzt bestimmt krank. Ich sag zwar immer, Dreck reinigt den Magen, weil das mein Opa schon gesagt hat, aber das scheint nicht so ganz true zu sein, weil ich bin jetzt mega krank. Aber Mike war halt vorher schon krank und wir saßen ja irgendwie 8 Stunden zusammen im Auto und ich denke mal, da passiert es, dass man dann vielleicht schon mal krank wird und so. Wir hatten natürlich auch Hunger wie sonst was und haben vorher so abgesprochen, dass wir mit Jules zusammen essen wollten. Und sie so, nee, ich konnte nicht mehr warten, ich habe schon gegessen. Und wir so, toll. Da sind wir nämlich irgendwo in so einem komischen Döner-Ding essen gegangen. Ich wollte eigentlich zu so einem veganen Scheiß-Ding sie. Aber es war halt irgendwie schon zu spät. Und ich glaube, die haben um 22 Uhr zugemacht. Und dann haben wir es nicht mehr geschafft, was voll sad war. Deswegen sind wir zu irgendeiner Dönerbude gegangen. Ich bestelle mir irgendwie so einen Gemüsedöner und denk so, okay, vielleicht haben die ersatzweise was anderes außer Dönerfleisch da drin. Und es ist quasi einfach nur Döner mit Salat gewesen. Und ich dachte so, what the actual fuck is this bullshit? Wir haben uns dann halt vorher schon fertig gemacht, weil wir danach direkt auf die Party gehen wollten, damit es dann halt nicht zu spät wird und so. Wir hatten nämlich vor, in eine Karaoke-Bar zu gehen, die wohl ganz gut sein sollte. Und Jules meinte so, ja, die ist voll ranzig, aber ist voll geil. Und dann sind wir halt da erstmal hingegangen, da war aber irgendwie noch nichts los. Und danach wir so, okay, wir sind in Köln, lass uns mal in irgendwelche Gay-Clubs gehen. Weil wir waren echt in sehr vielen Gay-Clubs, weil ich dachte so, wenn man mal in Köln ist, dann muss man das schon ausnutzen, ne? Und ich war halt vermehrt auch mit Leuten da, die LGBT sind, also sie halt nicht, Jules, aber so sind wir halt einfach dahin gegangen. Es war eigentlich voll cool. Also anfangs richtig voll auch, wir waren irgendwie um, keine Ahnung, 23:30 oder so da. Und es war pralle voll. Es war auch so heiß, als wir in einen Club reingingen. Da ist meine Brille beschlagen. Wir kamen natürlich von draußen. Draußen war es jetzt auch nicht so gerade warm. Aber dann der Kontrast war halt noch krasser. Ich kam da so rein und die Brille ist dann erstmal instant beschlagen. So, oh, ich sehe gar nichts mehr tanzen da überhaupt. Wir sind aber erstmal nochmal in die Karaoke-Bar dann zurückgegangen, weil wir da natürlich auch mal ein bisschen jammen wollten und so. Ich war ja auch an meinem 18. Geburtstag schon mal in der Karaoke-Bar. Da habe ich meinen Geburtstag ja gefeiert. Was eigentlich total lustig war, aber es war halt von der Stimmung aus eher so für alte Leute und so. Und da, wo wir jetzt waren, das war halt echt ranzig und richtig oldschool. Das war nämlich so, man sollte sich Lieder aussuchen, aber die hatten so eine Art Gästebuch quasi. Also das war so ein richtig gebundenes Buch in der Richtung, wo die Songs drin standen, die man auswählen konnte. Also es ist richtig oldschool, weil da, wo ich war, da war das wirklich so, dass man im Computer dann einfach nachgeguckt hat. Da hat man dem Typ so ein Lied gesagt, was man gern singen wollte und dann konnte man das nachgucken. Und da war das richtig oldschool in so ein Buch geschrieben. Ich so, what the fuck? Also die hatten jetzt auch nicht so super aktuelle Lieder da. Das fand ich ein bisschen schade. Aber wir haben da trotzdem ganz coole Sachen gefunden. Da wollte ich nämlich mit Mike dann E.T. singen. Und mit Jules, Oops, I Did It Again. Aber das ist so, man reicht da quasi Songs ein. Und dann wird da geschaffelt quasi. Also es wird nach Zufall ausgewählt, welches Lied drankommt. Und nicht irgendwie der Reihenfolge, nachdem man das eingereicht hat oder so. Deswegen dachten wir auch so, ja okay, wir wissen nicht, wie lange das so dauert, weil dazwischen halt auch noch immer ein Lied kam. Es war nämlich immer so, dass einer ein Lied gesungen hat und danach kam halt wieder so quasi ein normales Lied, was so im Hintergrund ein bisschen gespielt hat, weil die Leute auch tanzen wollten und so ein Gedöns. Also war halt immer so ein Mischmasch aus beiden und danach wurde dann halt wieder ein Lied gesungen. Dann wird dann auch Oops, I Did It Again von Britney Spears gesungen und das war so cool, es hat mega Bock gemacht. Es war nämlich so eine kleine süße Bühne aufgebaut und so. Und die anderen Leute standen dann quasi so im Publikum, haben dazu mitgetanzt und es war so fancy. Man stand da vorne auf der Bühne und man hat sich selber so fast gar nicht gehört. Aber nachher, als ich dann die anderen Leute singen gehört habe, hat man auch mitgekriegt, dass man tatsächlich das viel mehr hört an der Stelle. Nur, dass ich das halt nicht gehört habe, als ich da vorne stand. Aber es war so cool. Ich bin ja sowieso immer so
bühnenfanatisch irgendwie. Ich habe das Gefühl, das gibt mir immer so ein richtiges Hochgefühl, wenn ich irgendwo was auf der Bühne mache. Das finde ich immer so geil. Ich habe zwar dann auch immer so voll Angst, dass ich irgendwas falsch mache oder so, aber es macht mir so unglaublich Spaß. Das war ja auch schon bei dem ersten Just Dance Event so, dass ich das einfach voll geil fand und mich das noch mehr gepusht habe, auf der Bühne vor Leuten zu stehen. Und es war da auch wieder so, ah, voll geil. Dann haben wir das zusammen so als Duett gesungen und es hat so gefetzt, Mann. Es hat mega Bock gemacht und ich wollte sofort wieder. Aber da das halt gemischt war mit Zufall und so, sind wir dann auch nicht so lange da geblieben, dass jetzt E.T. kam. Also das hätte ich jetzt auch noch super gerne gesungen. Da war auch noch ein Kumpel von Jules, der nachher dazugestoßen ist. Die ist nämlich ein Jahr in Australien gewesen, so Auslandssemestermäßig, also nicht Semester, aber die ist halt viel gereist und so. Deswegen kennt die auch super viele Leute, wo ich mir auch immer denke, so, wo holt die diese ganzen Leute her? Der Typ war nämlich auch irgendwo aus einem amerikanischen Bundesstaat, mir fällt gerade nicht mehr ein, von wo. Auf jeden Fall kam der aus Amerika und die hat auch erzählt, der hat schon alles möglich gemacht. Der hatte irgendwie ein Tattoo-Studio und dies gemacht und das gemacht und jenes gemacht. Und jetzt wohnt er halt in Köln irgendwie. Und das war so voll random. Auf jeden Fall war er dann dabei, aber der konnte auch mega gut singen. Hat nämlich da Just the Gigolo gesungen und das war voll on fleek. Und ich dachte so, ja, slay it. Da sind wir halt weitergegangen in diese Gay-Bars und so. Aber wir wollten halt noch irgendwie was zu trinken holen. Also ich habe das ganze Wochenende über nicht getrunken. Ich war quasi die Gruppenmama, während alle anderen gesoffen haben und so. Und die wollten sich dann halt noch irgendwas zu trinken besorgen. Und der Typ hat dann so angeboten, ja, okay, meine Wohnung ist nebenan. Lass uns mal Absinth trinken. Und Absinth ist ja so Zeug mit 75% Alkohol. Das ist so, oh mein Gott, Hilfe, du stirbst einfach innerlich. Es gibt quasi fast nichts Stärkeres, was man da so trinken könnte und so. Und sind dann da in die Wohnung gegangen, waren aber alle so ein bisschen misstrauisch, weil wir dachten so fast fremder Typ lädt uns irgendwie in seine Wohnung ein, was wird es jetzt und so. Vor allem war ich ja die Einzige, die nicht getrunken hat. Und er hat den anderen dann quasi so Shots mit Absinth bereitgestellt. Das war vor allem so richtig fancy irgendwie, weil er hat das so sozusagen flambiert mit Zucker irgendwie. Und ich dachte so, what the fuck, habe ich noch nie in meinem Life gesehen. Und alle haben sich dieses Zeug halt genommen. Und ich hatte schon irgendwie Angst, dass es nachher voll der Creep ist. Und ich dann da alleine stehe. Also, dass der quasi, weil ich wusste halt nicht, ob das jetzt wirklich Zucker ist oder ob das was anderes ist. Weil er hat halt so eine Dose rausgeholt. Da stand jetzt nicht irgendwie ein richtiger Zucker, sondern es war ungefüllt in der Dose. Ich dachte so, Hilfe, wenn er den irgendein komisches Zeug da reinmischt, dann bin ich die einzige Verantwortliche und muss die irgendwie alle retten. Oh mein Gott. Und direkt so Schreckensszenarien ausgemalt und so. Da war der Typ, okay, das war in Ordnung. Aber dieses Zeug war halt voll merkwürdig irgendwie. Alle haben so richtig krass reagiert. So, oh mein Gott, so disgusting, eklig. Oh mein Gott, so bitter. Ich sterbe gleich weg und so. Und er meinte auch, das wäre so das ekligste Absinth, was er jemals gehabt hätte. Und bietet das halt erstmal irgendwelchen Leuten an. Und er meinte so, ja, die Wirkung zeigt sich doch irgendwann. Ja. Auf jeden Fall haben die anderen dann Absinth sich getrunken. Beim ersten Mal so, bah, ist so eklig, will ich nie mehr. Und dann Jules so, oh, okay, lass noch einen zweiten Shot nehmen. Und dann also, ja, komm, lass noch einen zweiten machen. Und ich saß dann so bei, what you doing, guys? Und dann sind wir halt nochmal in die Clubs zurückgegangen. Das Coole daran war halt, das waren wirklich Clubs und keine Partys. Das heißt, man musste keinen Eintritt zahlen. Also ich glaube, es gibt auch manche Clubs, in denen man natürlich Eintritt zahlen muss. Aber da musste man es nicht. Und da bin ich immer voll für. Weil ich hasse es vor allem mit so einem Mindestverzehr und so einem Scheiß, weil wenn ich eh nichts trinke, dann mag ich es am liebsten zu Partys zu gehen, die eh freien Eintritt haben, damit ich den ganzen Abend über gar nichts bezahlen muss. Das ist immer das Niceste überhaupt. Und da war es halt ganz cool, weil ich wirklich den ganzen Abend über nichts bezahlt habe, außer Geld für eine Wasserflasche mal. Und das war voll okay, weil der Rewe da auch noch offen hatte und so. Wir sind dann halt immer zwischen verschiedenen Clubs gewechselt. Da war nämlich ein Club, der quasi eher so länglich aufgebaut war, aber was mir so overall aufgefallen ist, es waren immer fast nur Typen da. Also es waren ja so Gay-Clubs und so Scheiß. Und man geht ja davon aus, ja, ist vielleicht ausgeglichen. Es ist ja nicht nur für Schwule, sondern generell für LGBT-Leute und so. Und es waren wirklich zu 80% nur Männer da. Und von den 20% Frauen, die da waren, waren vielleicht noch 10% so richtig alt. So über 40 oder so, wo ich mir dachte, okay. Und wir waren ja so in Köln, so in der Stadt, wo alles möglich ist. Und ich dachte mir so, vielleicht treffe ich da ja ein cutes Girl, wäre ja ganz nice. Aber ne, keine Chance. Aber getanzt haben wir super viel. Wir waren dann auch in so einem Club, wo wir mega abgegangen sind. Ist ja klar, wir sind ja die Just Dance-Leute und so, ne? Und irgendwann hat Jules angefangen, mit so anderen Typen zu tanzen. Und ich dachte so, okay, do it, just do it. Aber dann war es halt voll merkwürdig, weil sie auf einmal verschwunden war. Und wir wussten nicht, wohin. Und dachten erstmal so, okay, vielleicht ist sie auf Klo, haben halt so weiter getanzt und so.
Oh, sie kam nicht wieder. Sie kam die ganze Zeit über nicht wieder. Wir waren bestimmt noch eine Stunde in dem Club und dachten so, wo ist sie denn jetzt? Das ist ja irgendwie voll komisch. Da sind wir kurz rausgegangen, ob sie vielleicht da irgendwo ist. Keine Ahnung, irgendwie bei den Rauchern steht oder mit irgendwem rummacht oder so. Und wir so, na, was ist denn jetzt los? Voll merkwürdig. Dann bin ich halt auch runter aufs Klo gegangen, um zu gucken, ob sie da vielleicht irgendwo ist. Hab so an die Tür geklopft, weil die irgendwie abgeschlossen war. Keine Antwort. Dachte ich so, okay, dann wird sie da jetzt wohl nicht sein, weil ansonsten wird sie ja was sagen. Und sind dann halt in den nächsten Club gegangen, in der Hoffnung, dass sie sich dann vielleicht mal irgendwann meldet, weil wir haben sie nirgendwo da gesehen. Und dann so, hä, kann ja nicht sein. Sie wird sich wohl melden, wenn irgendwie was ist und nicht einfach abhauen oder so. Keine Ahnung, da war es glaube ich schon 2 oder 3. Sind wir nochmal in den anderen Club gegangen und so. Das war auch echt nochmal ganz cool, weil da waren viele Leute, die so mit uns getanzt haben. Also wir haben dann angefangen zu tanzen und sind immer mehr Leute so dazu getanzt gekommen. Also auch so antanzmäßig. Es war eigentlich ganz fancy. Weil da war echt ein Girl, das ich ganz cute fand. Aber die Sache ist, dass sie irgendwie 5 Minuten, nachdem sie mit uns getanzt hat, einfach gegangen ist. Und ich so, nein, du warst die einzig cute, die ich gesehen habe. Weil ich bin auch relativ wählerig. Weil dann bin ich so da und denke so, nee, not my type. Nee, nee, nee. Und sie war halt echt ganz cute und dann war sie weg. So sad life, oh mein Gott. Auf jeden Fall waren wir dann halt da auch erstmal so ein bisschen und haben weiter getanzt, bla und sonst was, haben zwischendurch mal versucht, Jules zu erreichen, was wir aber natürlich nicht gemacht haben. Irgendwann ist Mike auch aus irgendeinem Grund verschwunden, war weg vom Fenster und meinte so, ja, ich setze mich mal kurz hin, dann war er weg. Wir haben so weiter getanzt, so lalala und so weiter und so fort. Und irgendwann kamen wieder komische Leute dazu, die mit uns getanzt haben. Irgend so eine richtige Milf kam dazu und hat die ganze Zeit so mega creepy mit uns getanzt, wo ich auch so dachte, okay. Die war halt so richtig touchy, so, oh, hi, ja, ich bin die Milf, ich tanze jetzt mit euch. Und so, so, okay, please just go away und so. Und das Creepigste war halt einfach, dass ich dann da getanzt habe und irgendwann so ein kleiner Typ vorbeikam, ne? Also der ist erstmal so einfach nur an uns vorbeigegangen, so tanzenderweise, weil es war halt echt voll und der hat sich dann so vorbeigequetscht und ist so tanzend vorbeigegangen und meinte so, ey, yeah, das Lied macht irgendwie voll gut Stimmung oder so. Und ich so, ja, es ist echt so. Und es war ja Gay Club, ne? Deswegen dachte ich so, ja, okay, der ist halt gay, ne? Weil nachher hat er mich so angetanzt und ich war so, ja, okay, lass mal was tanzen und so, weil ich will ja einfach nur Spaß haben und so. Und dachte so, ja, mein Gott, ist halt ein Gay-Typ, ne? Weil der war halt voll klein und voll alt. Und ich dachte mir so, okay, der will halt einfach nur ganz nett tanzen, ne? Und irgendwann hat er angefangen, so richtig lasziv und komisch mit mir zu tanzen. Und ich so, oh mein Gott, was geht da gerade ab? Ich habe anfangs noch mitgemacht, weil ich dachte, okay, der ist ja gay, ne? Also vielleicht macht er das einfach nur, weil er Lust drauf hat. I don't know. Da fand ich das noch nicht so uncomfortable. Und irgendwann ist seine Hand dann bis zu meinem Arsch gewandert. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Okay, vielleicht doch nicht so gelb, wie ich dachte. Und der war wirklich so ein Kopf kleiner als ich. Und das ist ja bei Männern schon so, not my type. Und dann kommt auch noch dazu, dass er super alt war. Und das war so mega creepy, ne? Wie er die ganze Zeit mit mir getanzt hat. Und ich so, oh mein Gott. Ich wollte dann irgendwann einfach nur noch so Abstand suchen. Weil Daniel war ja noch mit dabei. Aber ich wusste ja anfangs nicht, was für ein Typ ist. Und hab so ganz normal mit dem getanzt, ne? Und dann nachher immer so mehr auf Abstand gegangen. So, okay, vielleicht tanzen wir jetzt nicht mehr zusammen, sondern einfach nur nebeneinander oder so. Und dann hat er mich so gefragt, so, ja, willst du ein Bier oder so? Und ich hab so gesagt, also ich habe ihn erst nicht verstanden und habe so gesagt, was? Da ist ja schon losgegangen. Ich so, oh, also dann habe ich es erst verstanden und meinte so, ich trinke nichts, weil ich trinke den ganzen Abend über halt nichts, weil ich generell nichts trinke. Und dann war der halt so weg und ich habe nur mit Daniel gesprochen, so, schnell, lass es rausgehen, lass es einfach rausgehen. Jetzt sind wir rausgegangen und haben Mike wieder getroffen. Also es war eine Win-Win-Situation. Aber es war echt richtig creepy, ne? Ich gehe in irgendeinen Gay-Club und werde von komischen, creepy, alten, kleinen Typen angetanzt. Und nicht von den cuten Mädels. Also was ist das für ein Leben jetzt wirklich? Das ist doch echt Trash. Auf jeden Fall waren wir dann da unterwegs, hatten Jules immer noch nicht gefunden, nichts von ihr gehört. Ich habe auf ihr Handy angerufen, es hat nur durchgepiept und dachte so, okay, sie geht aus irgendeinem Grund nicht ran. Fand das schon ziemlich scheiße und irgendwie war ich ein bisschen pissig, dass sie halt nicht rangegangen ist und dachte so, okay, vielleicht meldet sie sich aber nochmal irgendwann. Sind wir nochmal in einen anderen Club gegangen, wo sie nämlich ursprünglich verloren gegangen ist. Und haben da nochmal geguckt, ist sie da vielleicht irgendwo? Haben sie aber immer noch nicht gesehen, haben da einfach weiter getanzt. Irgendwann war es so 5:30 Uhr morgens oder so. Und wir haben sie immer noch nicht erreicht. Dieses Mal war das Handy sogar ausgeschaltet und wir haben sie gar nicht mehr erreicht. Und dann haben wir so, ja, es ist jetzt ein bisschen spät. Wir könnten langsam mal überlegen, was wir jetzt machen. Weil das Problem ist, wir haben ja bei ihr übernachtet. Sie war unsere Übernachtungsgelegenheit, hatte aber natürlich den Schlüssel als einzige. Wir hatten keinen Schlüssel. Wir wussten zwar ungefähr, wo wir hin mussten,
Aber wir wussten ja nicht, ob sie da ist oder ob sie mit irgendeinem Typen weggegangen ist oder ob ihr was passiert ist oder so. Und das war so richtig die Scheißsituation, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Deswegen waren wir erstmal so am Überlegen, ob wir vielleicht noch weiter feiern sollen, bis irgendwelche Geschäfte aufmachen, wo wir uns dann reinsetzen können. Also so quasi nachtdurchmachen mäßig. Oder ob wir einfach zu ihr nach Hause fahren und darauf hoffen, dass vielleicht sogar auch ein Mitbewohner von ihr da ist und uns die Tür aufmacht. Oder dass sie da ist, was natürlich ziemlich dreist wäre. Aber sind dann nachher dahin gefahren, weil wir uns einfach entschlossen haben, das bringt jetzt nichts, hier noch irgendwie 4 Stunden rumzuhängen und nichts zu machen. Ich meine, klar, wir waren halt so, hatten wir auch Spaß und so. Aber wir wollten ja auch nicht so Ewigkeiten da bleiben, weil man ja schon so langsam müde wird. Und so um 6 Uhr morgens, ne? Haben wir uns auf jeden Fall aufgemacht mit der Bahn dann zu ihr. Wo wir dann auch etwas länger unterwegs waren. Das letzte Stück sind wir dann oder falsch ausgestiegen, haben die Haltestelle verpasst. Und es war ja morgens so kalt, ne? Und wenn man feiern geht, hat man ja jetzt nicht so die dicksten Wintersachen an und so, ne? War ich da mit meinem T-Shirt und hatte nur die Jacke drüber. Und mir war die ganze Zeit über kalt. Und dann sind wir halt auch noch zu früh ausgestiegen und wollten nicht extra auf die dumme Bahn warten, weil wir so vielleicht 5 Minuten länger Fußweg hatten oder so. Aber war es nachher so kalt, dass wir dahin gejoggt sind. Dann sind wir einfach losgejoggt zu ihrer Wohnung in der Hoffnung, dass sie da ist und uns aufmacht oder uns irgendwer aufmacht. Sind wir da angekommen, wussten aber nicht, wo wir klingeln sollen. Also es war irgendwie, keine Ahnung, bestimmt so ein 7-stöckiges Ding. Sie hat aber glücklicherweise im Erdgeschoss gewohnt. Die Sache ist, das war ja eine WG und ihr Name stand nicht auf der Klingel. Und wir wussten natürlich auch nicht die Namen von den anderen Mitbewohnern oder so. Und dann standen wir da um 6 Uhr morgens und wussten nicht, wo wir klingeln sollen, weil wir konnten ja nicht mal eben alle durchklingeln. Das wäre ja so richtiger Terror gewesen. Und dann hatten wir eben Glück dadurch, dass sie im ersten Geschoss wohnt und konnten da klopfen. Aber das war so, oh mein Gott, was für ein Bullshit. Und das Beste war, dass wir dann halt da geklopft haben und sie eiskalt im Bett lag. Und dann hat es erstmal 20 Minuten gedauert, wir klopfen so das erste Mal. So, du, jetzt mach die verdammte scheiß Tür auf, ne, so richtig Stress am Machen. Und dann sagt sie, ja, Mann. So richtig mit so verschlafener Stimme, ne. Und wir denken so, hallo, wie dreist ist das bitte? Das ist doch gerade nicht passiert. Dann so 10 Minuten später, hat sich immer noch nichts bewegt. Macht sie so das Fenster auf. Und Mike wieder, du, jetzt mach jetzt die scheiß Tür auf. 5 Minuten später, immer noch nichts passiert. Wir warten da, das ist das fucking Erdgeschoss. Sie müsste nur mal eben kurz zur Tür gehen. Und wir denken uns so, was ist hier gerade los? Dann geht das Fenster wieder zu. Und wir dachten uns so, oh mein Gott, ignoriert sie uns jetzt einfach und schläft weiter. Das wäre so heftig dreist gewesen. Und dann kam sie aber halt doch noch und hat uns die Tür aufgemacht. Aber wir waren so abgefuckt, weil sie einfach die Tür nicht aufgemacht hat und uns nicht Bescheid gesagt hat, auf keine Nachrichten reagiert hat und uns bis 6 Uhr morgens da in der Kälte stehen lassen hat. Das war echt die heftig dreiste Situation, die ich jemals erlebt habe. Sie meinte dann, dass sie eben, also dass ihr scheiße ging und sie im Club übergeben hatte und da bestimmt erstmal eine halbe Stunde auf dem Toilettenboden lag. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich da übrigens geklopft hatte. Sie konnte aber nicht reagieren, weil sie halt voll scheiße ging. Und dann hat sie sich ein Taxi genommen und ist nach Hause gefahren. Aber da kann man natürlich nicht Bescheid sagen, oder was? Ich war so, ich dachte mir so, oh mein Gott. Ich meine, sie hat sich nachher entschuldigt, aber ich war trotzdem so, oh mein Gott, das hast du jetzt gerade nicht getan. Vor allem mal eben eine WhatsApp schreiben oder eine SMS, wenn man kein Internet hat. Oder 2 Sekunden anrufen und sagen, boah, mir geht's scheiße, ich bin zu Hause, kommt doch vorbei oder kommt nicht vorbei, wie ihr wollt. Das wäre halt schon mal ganz nett, so just for info gewesen. Auf jeden Fall waren wir dann ungewollt ein bisschen sehr lange wach, haben dann halt auch nur 4 Stunden geschlafen und wollten am selben Tag noch shoppen gehen, was wir dann auch in Köln halt gemacht haben. Da habe ich mir auch so ein paar Oberteile geholt und diese Cap hier übrigens. Ja, und dann war es eigentlich einen ganz netten Tag gemacht und waren da halt auch essen in so einem coolen Restaurant, was übrigens echt nice war. Das heißt Rich and Greens in Köln. Das ist echt ein sehr, sehr schönes Restaurant gewesen. So öko und bio, so wie ich das mag. Und da habe ich einen guten Salat gegessen, so einen Mango-Chicken-Salat oder so. Der war echt sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, falls ihr mal da seid. Also ist so schon in der Innenstadt, aber so ein bisschen abgelegen. Ne? Also muss man vielleicht googeln, dann findet ihr es. Aber war auf jeden Fall geil. Am selben Tag sind wir dann halt auf eine Party gegangen, also auf eine Gay-Party dieses Mal, weil wir halt mit einem anderen Kumpel den Geburtstag gefeiert haben. Und das war 10 Euro Eintritt. Und ich dachte mir so, what the fuck, 10 Euro for this bullshit? Okay, sind wir halt dahin gegangen. Da waren dann noch 2 andere Freunde dabei. Und Chan ist halt immer so, also der Typ, der Geburtstag hat, ist immer so, oh mein Gott, ich will alle verkuppeln. Und das ist so, oh mein Gott, also nicht verkuppelt im romantischen Sinne, sondern auf andere Art und Weise. Deswegen war der den ganzen Abend über so, oh mein Gott, sag mir, wer dir gefällt und ich laber die an. Und ich so, what the fuck, was ist jetzt los? Und auf der Party war es halt ganz genauso. 80% Männer, 20% Frauen, 10% super alt, andere Prozent nicht ansprechend für mich oder
noch mehr Prozent, die super alt sind. Also an sich war die Party so voll cool, weil die Musik wirklich gut war und das Tanzen so Spaß gemacht hat und so. Aber ja, für viele hat es jetzt nicht so unbedingt die Erwartungen erfüllt. Zum Beispiel Daniel wollte auch eigentlich gern jemanden kennenlernen und so. Und für ihn hat sich auch nicht so richtig die Gelegenheit ergeben, was ein bisschen schade war. Vor allem meinte ich zu Chan dann so die ganze Zeit, nö, da ist eigentlich niemand, der mich so wirklich anspricht. Und dann hat er mich nachher zu irgendeiner Tusse hingeschleppt. Und ich dachte mir so, what the fuck? Vor allem war die so 10 Jahre älter als ich. Und ich so, oh mein Gott, please don't. Vor allem, dann stand ich nachher da, weil ich wollte ja nicht unhöflich sein. Weil er hat mich halt da hingezogen und meinte so, ey, wollt ihr nicht zusammen tanzen? Und sie hat mir dann aber auch schon so eine mega Abfuhr gegeben, so von wegen, wollen wir nicht alle zusammen tanzen? Weil die halt so mit ihrem Freundin da war oder so. Ich meine, sie war auch nicht mein Typ und das hat mich eigentlich nicht wirklich gejuckt. Aber es war so ein Low-Key-Korb, so von wegen, nee, lass uns einfach alle zusammen tanzen. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber die waren dann halt jetzt auch nicht so offen. So, ich musste irgendwie immer so Themen ansprechen oder so. So, wenn wir getanzt haben, die waren jetzt auch nicht so die krassesten Dancer. Deswegen hat es echt nicht so viel Bock gemacht. Und ich so nach 10 Minuten so, ja, ich muss mal aufs Klo, weil ich musste da irgendwie rauskommen. Bin dann wirklich aufs Klo gegangen und habe niemanden wieder gefunden. Alle anderen sind irgendwie auf einmal verpufft und verschwunden. Ich saß dann da so und dann auf einmal haben sie mich wiedergefunden. Das war dann ganz gut. Aber es war halt so voll der Klogriff irgendwie. Er so, ja, ich schieb dich einfach mal hier hin, obwohl du gar nicht dahin willst. Und du musst jetzt mit dem tanzen. Das war so, oh mein Gott. Warum tust du mir das an? Und was super lustig war, Jules ist in relativ freizügigen Sachen dahin gegangen. Also er hat so ein Oberteil, wo sie die Brüste halb rausgeguckt haben. Und so eine Hose, die so praktisch bis hier ging, ne? Und es war ja auch scheiße kalt draußen und alles. Und sie hatte nur diese Sachen und halt so eine normale Jacke dabei. Aber halt keine lange Hose oder keine Strumpfhose oder sonst was. Und wir sind ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann nach Düsseldorf gefahren, wo die Party war. Das war auch eher so im Nirgendwo, wo wir dann auch noch mit dem Taxi hinfahren mussten. Und die Blicke der Leute waren so verdammt lustig. Wir waren da irgendwie unterwegs und du konntest einfach nur, es war einfach so ein lustiges Spiel, einfach nur die Leute zu betrachten und wie sie sie mustern. Weil es sind so Typen vorbeigegangen, die haben sie immer angeguckt, so normal und dann so einmal abgecheckt, so sind dann immer unten bei der Hose hängen geblieben. Und teilweise waren da so richtig pöbelnde Leute am Bahnhof, die immer gesagt haben, hat die keine Hose an? Das war so lustig, das einfach zu verfolgen, wie die Leute darauf reagiert haben. Oder dann kamen da irgendwie so alte Frauen vorbei, ne? Und eine Omi hat sich das irgendwie angeguckt, hat so geguckt. Das war so lustig, also das war sehr unterhaltend. Die Party an sich war dann auch ganz cool. Ich glaube, wir sind dann auch irgendwie so um 4 Uhr oder so langsam nach Hause gefahren und haben ja auch noch eine Stunde nach Köln gebraucht. Das war an sich so ganz nett, aber hat jetzt nicht so den riesen Unterschied zu einer normalen Party gemacht. Am Sonntag sind wir dann auch so langsam nach Hause gefahren, aber dann erstmal zu Mike, weil wir da quasi auch nochmal einen Tag übernachten wollten. Da haben wir dann quasi Just Dance gespielt und so quasi in den Mai getanzt. Wir waren natürlich schon vorher so ziemlich fertig und wollten jetzt nicht noch mal einen Tag feiern gehen. Deswegen waren wir halt da und haben Just Dance einfach ein bisschen gespielt und einen schönen Abend gemacht. Dann haben wir zusammen was gekocht. Und es war eigentlich voll süß, wie seine Familie so drauf war, weil die Mutter hat auch immer so für uns gekocht und es war immer so voll niedlich, weil die sich echt immer so richtig viel Mühe gegeben hat. Und ihr Essen war voll lecker. Sie hat erstmal so eine Lasagne gemacht. Und eigentlich bin ich ja immer so, ja, Fleisch muss nicht unbedingt sein, aber ich esse ja immer Fleisch mit, wenn ich bei anderen Leuten esse und so, weil ich ja nicht unhöflich sein will. Und ihre Lasagne war echt sehr delicious, muss ich sagen. Und am nächsten Tag hat sie Paella gemacht, das war auch voll geil. Ich habe nämlich einmal Paella vorher gegessen, das war in einem Restaurant sogar richtig, wo wir mit dem Badminton vereinbart und das war so eklig und scheiße, weil Paella ist ja eigentlich so mainly Reis mit Soße und Fisch oder sowas in der Richtung, kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen machen, ne? Und in diesem Restaurant waren vielleicht so 2 Reiskörner da drin, ne? Obwohl es eigentlich fast nur aus Reis besteht. Das war so trashy und scheiße. Bei seiner Mutter war es echt 1000-mal besser. Also da gehe ich doch öfter essen. Aber die Familie war auf jeden Fall sehr cute. Vor allem war die Oma von ihm dann irgendwie auch zu Besuch. Ich stelle mich so vor und sage so, hallo, ich bin Lisa. Und sie so, hi, ich bin Oma. So mit russischem Akzent und es war so niedlich. Oh mein Gott, es war richtig cute. Und wir haben dann so einfach den Tag ein bisschen verbracht, dass wir eben Just Dance noch gespielt haben.
recht viel gelabert haben, auch die ganze Zeit über. Wir sind auch ein bisschen spazieren gegangen am See und so, das war eigentlich auch ganz süß. Und wir haben ein bisschen SingStar gespielt, so richtig oldschool. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Bock gehabt. Es war so ein tolles Wochenende und irgendwie kommt es mir schon so ewig vor, obwohl es erst ein paar Tage her ist. Und ich bin eigentlich die ganze Zeit so, oh mein Gott, lass uns das wieder machen. Aber es hat uns allen total viel Bock gemacht. Auf jeden Fall wollte ich davon ein bisschen erzählt haben, weil in letzter Zeit bin ich ja sehr viel auf Themen eingegangen und jetzt wollte ich es ein bisschen persönlicher machen und mehr Bezug zu mir nochmal bringen und was aus meinem Leben erzählen. Fürs nächste Mal wurden mir auch noch ein paar Themen vorgeschlagen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt für den vorletzten Partner, schreibt es mir jetzt bitte in die Kommentare, weil es wird wirklich die letzte Gelegenheit sein, darüber zu reden, weil danach machen wir als 100. Part ja den Community-Part, wo ihr dann auch mitsprechen könnt. Ihr könnt euch ja auch am besten in der Beschreibung schon mal den Discord-Server raussuchen und dem beitreten, weil dann seid ihr schon mal gewappnet. Ich mache nochmal ein separates Infovideo dazu, wie das so ablaufen wird mit der Aufnahme und so, aber geht am besten schon mal auf den Discord-Server, dann seid ihr schon mal da und vergesst es nicht irgendwie last minute. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich sehr über eure Meinungen freuen, was ihr so von meinen schönen Anekdoten hält oder ob ihr irgendwas hinzuzufügen habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, Chakabras.